Mosel, Rheinhessen, Region Hannover. An letzteres muss man sich wahrscheinlich erst einmal gewöhnen. Aber hier in Burgdorf reifen die Trauben, die für den ersten Wein aus der Region verwendet werden, prächtig. Die Lese ist jetzt knapp 3 Wochen her und das ist draus geworden. Noch ist der Wein unfiltriert und nicht im Handel erhältlich. Die Freunde Matthias Färber und Gerald Meller sind auch überrascht, dass aus ihren Trauben schon in diesem Jahr Wein produziert werden konnte. Durch die sehr schönen oder sehr guten Jahre, trockenen Jahre 18, 19, haben wir natürlich halt optimale Bedingungen auch gehabt. Also wir haben nicht einmal den Pflanzenschutz bemühen müssen, einsetzen müssen. Und aufgrund des guten Traubenansatzes und des sehr, sehr sauberen, guten Lesegutes haben wir uns entschlossen, dieses Jahr auch schon zu lesen. Und wir sind mit den ersten Resultaten sehr zufrieden. Der Weinberg ist eigentlich ein leicht abfallender Acker, auf dem in den letzten Jahren Getreide, Kartoffeln und Gemüse angebaut wurden. Die Lage des jetzigen Allerbergs, wie die Neuweinbauern ihren Weinberg liebevoll nennen, ist nahezu perfekt. Wir haben hier Waldnähe, das heißt also die kalten Ostwindel sind durch den Wald letztendlich schon mal geschützt, also kommen hier nicht so richtig rein. Und wir haben eine Fläche, die ist halt von daher recht offen nach Süden hin und auch zum Westen, sodass die Sonne optimal hier auch noch rein kann, ab nachmittags und abends richtig schön steht. Und das ist natürlich optimal halt für den Wein, damit der möglichst halt viel Sonne bekommt. Das Besondere am Burgdorfer Wein ist, dass dieser nach Bioland-Richtlinien hergestellt wird. Das bedeutet, es werden keine chemisch-synthetischen Spritz- oder Düngemittel eingesetzt. Da Gerald Meller die Fläche schon seit vielen Jahren so bewirtschaftet, kann der Wein auch von Anfang an mit diesem Zusatz vermarktet werden. Aber wie unterscheidet sich die Arbeit eines Getreide- und Kartoffelbauern zu einem Weinbauern? Es ist eine andere Arbeit, logischerweise, es ist viel händisch zu machen, obwohl ich natürlich auch Unkrautbekämpfung jetzt mit den gleichen Maschinen mache, die ich auch im Gemüsebau eingesetzt habe. Aber es ist eben viel interessanter und es macht viel mehr Spaß, jetzt zu sehen, wie schnell doch der Wein sich entwickelt, die Blattmasse sich schnell entwickelt. Also man hat ganz schnell was vor Augen. Gerald Meller und Matthias Färber planen, den Wein ab 2021 regional zu vermarkten. Da Ramlingen direkt an der niedersächsischen Spargelstraße liegt, wird sich vor allem der Weißwein wahrscheinlich hervorragend zum Spargel im Frühjahr kombinieren lassen. Aber wie war denn jetzt die allererste Kostprobe? Der Weißwein war sehr rassig, ein klassischer Riesling, kann man sagen. Wir haben ja auch eine Züchtung, wo der Riesling auch hier eingezüchtet worden ist. Und ein sehr, sehr sauber, gut strukturierter Wein. Schon jetzt gibt es viele Anfragen nach den ersten Flaschen des Burgdorfer Weins. Wenn alles gut läuft und die Sommer so sonnig bleiben, steht der Region Hannover als neues Weinanbaugebiet nichts mehr im Wege.